Hallo ihr Lieben, ich habe heute eine Kombo für euch, die eher für Fortgeschrittene geeignet ist. Ein paar der Tricks habe ich auch extra erklärt. Ich werde euch die dazu verlinken und natürlich dazu sagen, welche das sind. Die Kombo schaut so aus. Los geht's, ganz langsam, Stück für Stück. Wir fangen an mit einer One-Handed Smear. Wenn ihr die Smear nicht kennt, dann könnt ihr die gerne nochmal suchen hier auf YouTube. Da gibt es sicher ganz, ganz viele Videos. Das ist die Smear und wir machen das Ganze mit einer Hand. Ihr dürft natürlich auch gerne mit zwei Händen. Die Smear. In dem Fall brauchen wir die Smear. Wenn ich den Reifen hier in der rechten Hand habe, dann geht die Smear nach rechts. Also ich gehe zuerst rechts hinter und links komme ich nach vorne. Ich gehe rechts nach hinten und ich komme links nach vorne. Wenn ich jetzt nach vorne komme das nächste Mal, nehme ich meine linke Hand mit rein in den Reifen. Beide Hände greifen den Reifen von innen. Und jetzt kommt ein lineares Ghosting. Folding Ghosting. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieses Ghosting direkt heißt. Ein Ghosting ist immer, dass eine Hand den Reifen führt, die andere Hand bildet mehr oder weniger nur einen Tunnel und fährt nur am Reifen entlang. Ich habe ein anderes Tutorial mit einem sehr, sehr schönen Figure 8 Ghosting, wo ich auch Ghostings selber nochmal kurz erkläre. Die rechte Hand führt, die rechte Hand macht die Arbeit, die linke Hand bleibt nur am Reifen und fährt am Reifen entlang eigentlich. Ihr klappt jetzt den Reifen einmal um euch rundum, sodass er hinter euch ist und streckt dazu die Hände aus. Dann bringt die rechte Hand oben, dreht den Reifen hier nach vorne, die linke bündelt eigentlich nur so einen Tunnel, bis beide Hände aneinander sind und der Reifen ganz vorne ist. Jetzt könnt ihr hier den Reifen unten mit der linken Hand loslassen und den Reifen gegen eure Brust klappen lassen. Da geht ihr in die K-Roll über. Die K-Roll habe ich extra erklärt in einem extra Tutorial. Ich verlinke euch das unten. Wenn ihr jetzt das nächste Mal den Reifen von unten nehmt, lasst ihr die linke Hand los und schwingt den Reifen, lasst den Reifen nach vorne klappen und schwingt den hinten über euren Arm. In euren Arm schwingen, die Hand nach oben und den Reifen nach unten in den Escalator lassen. Escalator wäre ein Trick, den ihr für diese Kombo können solltet. Auch dafür findet ihr viele, viele Tutorials. Jetzt kommt die Continuous Escalator. Dafür habe ich auch noch ein extra Tutorial. Continuous Escalator. Und dann auch hier, die gibt es mit zwei verschiedenen Möglichkeiten. Entweder Arm ausgestreckt oder mit Ellbogen angewinkelt. Wenn ihr dann fertig seid mit eurem Continuous Escalator und der Reifen das nächste Mal links unten ist, dann nehmt ihr euren rechten Arm nach oben, Kopf wieder einziehen und hier lasst ihr, statt den Reifen hier runter zu wandern zu lassen, wenn er um euren Arm rum dumm ist, hakt ihr gleich den Reifen ein und haltet ihn hier fest. Hier habt ihr die Möglichkeit, also meine Hand ist hier innen, der Reifen ist unter meinem Oberarm eingeklemmt, hier zwischen Arm und Oberkörper und beim Handgelenk. Und dann habt ihr hier so ein bisschen Spiel, den Reifen hier so hin und her zu bewegen. Ich drücke hier so mit einem Handgelenk hier gegen den Reifen und schiebe ihn nach vorne und flippe ihn wieder nach hinten. Und das brauchen wir. Ihr bringt ihn einmal hoch. Und dann könnt ihr ihn hier so ein bisschen hin und her bewegen. Das ist eine Art Arm-Shoulder-Break-Variante. Ich habe für diesen Trick auf Instagram eine kleine Sammlung, wie ihr in diesen Trick reinkommt und auch so verschiedene Möglichkeiten, wie ihr aus diesem Trick wieder rauskommt. Nämlich eine ganz nette Transition zwischen verschiedenen, also ein Übergang zwischen verschiedenen Tricks. Genau, ihr könnt hier so hin und her den Reifen hier so ein bisschen hin und her bouncen lassen. Und wenn der Reifen dann vorne ist, steigt ihr rein. Ihr müsst hier so ein bisschen den Reifen hier so ein bisschen hochnehmen dann mit eurer Hand und lasst den Reifen auf die Seite runterfallen und geht in eure Wedgies. Ihr seid dann hier in den Wedgies und könnt den Reifen dann wieder fangen, nach oben bringen
und wieder in eine Smear gehen und das Ganze nochmal von vorne anfangen. Und ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal von vorne, und zwar von hinten. Von hinten vorne. Ich bin in der One-Handed Smear. Der Reifen geht, ist in meiner rechten Hand, geht nach rechts hinten, kommt von links, geht rechts nach hinten, kommt links nach vorne. Wenn ich das nächste Mal vorkomme, kommt meine linke Hand mit dazu. Ich klappe den Reifen auf die andere Seite hinter mich, strecke meine Arme aus und schiebe mit der rechten Hand den Reifen so von mich weg. Die linke Hand ghostet. Jetzt drehe ich mich zum Reifen hin. Kann den Reifen hier nach unten kippen lassen gegen meine Brust. Gehe in die K-Roll. Wie gesagt, da gibt es ein extra Tutorial dafür. Das nächste Mal, wenn meine Hand unten an der K-Roll ist, schwinge ich den Reifen nach hinten über meinen Arm und gehe in den Escalator. Von hier aus in den Continuous Escalator. Continuous Escalator. Entweder mit Ellbogen. Und dann, wenn der Reifen sechsmal links unten ist und ihr fertig seid mit eurem Continuous Escalator, dann streckt ihr die rechte Hand aus. Lasst den Reifen nach oben, und wenn er runterkommt, winkelt ihr den Arm schnell an und fangt euren Reifen auf, sodass er hier eingeklemmt ist zwischen Unterarm und Brustkorb und hier am Handgelenk. Jetzt kann ich dem Reifen hier so ein bisschen einen Bounce geben, indem ich ihn gegen ihn drücke und ihn nach vorne schwingen lassen und hier hin und her schwingen. Ich habe ihn hier eingeklemmt und schwinge ihn hier mit meinem Handgelenk, mit meiner Hand und mit meinem Oberkörper so ein bisschen diesen Bounce. Wenn der Reifen dann nach vorne kommt, steige ich rein, nehme meine Hand hier ein bisschen nach oben, steig durch, lass den Reifen runterfallen und gehe in den Wedgie. Wedgie nach oben und wieder in die Smear. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch mit links, vielleicht auch am besten von hinten. Der Reifen ist in der linken Hand. Meine Smear geht links nach hinten, rechts kommt sie nach vorne, der Reifen. Könnt auch gerne beide Hände hinnehmen. Wenn ihr das nächste Mal vorne seid, andere Hand ist entweder schon drinnen, wenn ihr die Smear mit beiden Händen gemacht habt, oder kommt es rein, dann klappt ihr den Reifen einmal nach hinten. Und jetzt ist die linke Hand oben und die linke Hand schiebt den Reifen hier nach vorne. Ihr streckt die Arme, bis beide Hände zusammen sind. Die untere Hand lässt los und ihr lasst mit der linken Hand den Reifen gegen eure Brust bouncen. Geht in die K-Roll. So, das nächste Mal, wenn der Reifen unten, wenn ihr unten hinlangt mit der linken Hand, lasst ihr den Reifen nach vorne klappen, hinten wieder hoch schwingen, Arm nach oben in den Escalator. Dann könnt ihr in den Continuous Escalator gehen, entweder mit angewinkelten Armen. Übrigens, mit angewinkelten Armen ist es besser, ihr habt nichts langärmliches an, weil dann rutscht der Reifen nämlich sehr, sehr schnell runter. Und dann das nächste Mal, wenn der Reifen rechts unten ist, nehmt ihr die linke Hand hoch, auch schauen, dass ihr den Kopf auf die Seite, nehmt. Und wenn der Reifen hier beginnt runterzufallen, schnell die linke Hand anwinkeln, den Reifen hier einklemmen. Ihr flippt den Reifen über euren Kopf nach vorne und könnt hier in dieses Break gehen. Und dann, wenn der Reifen vorkommt, dann steige ich diesmal mit dem rechten Bein, mit dem gegenüberliegenden Bein, in den Reifen rein, nehme den Reifen hier so ein bisschen nach oben, lass ihn hier los und runterfallen, gehe in den Wedgie. Und von hier den Reifen nach oben bringen und in die Smear. Also wie gesagt, es war eine Kombo eher für Fortgeschrittene. Also ihr solltet die Escalators können, bevor ihr diese macht, und ihr solltet die Wedgies können. Ein paar der Tricks habe ich, wie gesagt, extra erklärt und unten verlinkt. Und wenn ihr aber noch irgendwie dringend irgendeine Erklärung braucht, dann schreibt mich gerne an. Wenn ihr noch andere Tutorial-Wünsche habt, natürlich auch sehr, sehr gerne.
Und wie gesagt, auf Instagram gibt es auch immer wieder das eine oder andere.